Guten Tag. Guten Tag, das ist ein Bild, das ich gemalt habe. Das ist meine Schöpfung. Das ist Ihre, von Ihre ja. Schöpfung. Meine Schöpfung, ja. Das ist eine schöne Brille. Um Gottes Willen, bitte haben Sie nicht eine Verleger oder eine der... Ich gebe Ihnen das. Danke schön, Madame. Lesen, warum ich da stehe. Danke schön, die zweite Mal. Das ist bitte von diesem Land, der Welt, was von der Kulturpolitik, positive Kulturpolitik, ist bitte beschämend. Es ist beschämend, wie die Künstler. Wenn eine Künstlerin in diesem Niveau gehen muss, kann ich bitte aussprechen, was ich will. Entschuldigung. Also eine Künstlerin zu diesem Niveau wie Sie, ich habe das bisher jetzt so von meinem Verstand betrachtet und ich denke, das verdienen Sie einen richtigen Ausstellungsraum. Ja. Das ist bisher. Ja, da steht da drinnen, dass ich das auch will. Einen richtigen Ausstellungsraum. Haben Sie bitte etwa Leute, die verhindern wollen, ihr künstlerische Weg. Es ist schwer in Wien, wissen Sie. Es ist sehr schwer in Wien. Weil die guten Galerien, was ist bitte, was ist die guten Galerien, die guten Galerien nehmen keine unbekannten Künstler. Ich bin unbekannt. Das ist bitte die blöde und die angeblich. Das ist eine demokratische Haltung. Ja, ist es nicht. Ja. Was will der Mann bitte mit unserer Geschichte? Wissen Sie, darf ich Ihnen abschließen? Eine Mini, dauert nur ein paar Sekunden. Morris ist ein Kind, ein Judenkind. So wie die Juden und seine Eltern eine Wende als Charakter im Format. Morris, sag mal bitte, was für einen Lieblingsbuch hast du? Natürlich, das Parteibuch. Ja, diese Leute haben eine Schwäche. Ich bin Jude, ich kann die Jude nicht aufstellen. Ja, ich auch nicht. Sie keine. Wunderbar, ich muss Ihnen jetzt die Hand geben. Arkadie Molnar ist mein danke. Name, danke. Geboren in Rumänien. Danke für Ihr Interesse und dass Sie so bescheiden sind. Ach, das ist nur eine Oberfläche. Ja, aber Sie sind ein sehr gescheiter Mensch. Was ich wünsche Ihnen außerhalb der Wichtigste, das heißt, bleiben Sie gesund. Ja. Das ist bitte Ihr und mein Kapital. Ja, ich weiß. Bleiben Sie gesund, also. Ja. Und was ich Ihnen wünsche, bitte. Beebene, also zu beeben, ihr Weg bekannt zu machen für die Leute, die mögen. Richtige Kunst. Sie sind, weiß ich nicht, Sie sind eine Akademikerin, selbst Autodidakt. Ich male schon 40 Jahre lang. Schauen Sie, da hinten ist meine Homepage.
1986, Sie wissen, dass ich 200 Jahre habe. 86 Jahre. Ich bin 72. Auch nicht mehr die Jüngste. Ja. Also jetzt tun wir da nicht wegen dem Alter herum. Also das ist unwürdig in dieser Stadt, wenn jemand dann muss selbst bitte Erfolg im Ende nehmen. Ja, so ist das aber. Das macht mich traurig. Ja, danke. Ja, eben habe ich was bitte zu tun mit uns. Das ist schön. Ich danke Ihnen. Wohnen Sie in dieser Gegend? Nein, 16. Ich bin so eine ungute Gesellschaft. Ich habe nur schlechte Kinder gehabt. Und selbst von beiden Eltern bin ich jung. Ja, es gibt überall Ausnahmen, die Regel bestätigen, und hier haben wir mal einen anständigen Juden, das ist auch wichtig. Ihnen das Beste, das Allerbeste. Danke, Wiedersehen.